gut, würde ich sagen, dann starten wir. Tokio, was für eine Stadt. Gerade noch saß ich im Flugzeug und jetzt das. Menschen, Menschen, Menschen. Mein Name ist Patrick Rohr. Bis vor ein paar Jahren war ich Moderator beim Schweizer Fernsehen. Bisschen leise, heute oder? Bin ich als Fotojournalist auf der ganzen Welt unterwegs. Ja, genau, Fotojournalist. Entschuldigung. Ich möchte ein Buch mit Bildern und Texten über dieses Land machen. Merci fürs Warten. Ich bin froh, habe ich einen Reisebegleiter. Dennis Ginzig, ein Halbjapaner. Der Vater ist Schweizer, die Mutter kommt aus Japan. Aufgewachsen ist Dennis in der Schweiz. Er spricht aber auch Japanisch. Er hat eine Zeit lang in Japan gelebt. Darum ist er für mich nicht nur Sprach-, sondern auch Kulturübersetzer. In Japan sieht man nicht einfach so dahinter. Bis man nur schon die vielen Verhaltensregeln begreift. Wir finden es ja zum Beispiel unanständig, wenn man beim Essen schlürft. In Japan ist das normal. Nur so entfaltet sich der volle Geschmack des Essens im Mund, erklärt mir Dennis. Ein Guide braucht man schon, auf jeden Fall. Gerade Japan, das macht er mit dir am Kopf. Ich kann mir vorstellen, dass diese Reise sehr spannend wird. Ich freue mich auf das Abenteuer. Für die, wenn ich nicht immer genau hingucke, sondern mehr auf dem Chat, keine Sorge, ich habe diese Doku schon bis zu 4-mal gesehen. Ich finde die aber trotzdem immer noch so gut. Also nicht wundern, wenn ich nicht immer direkt hingucke. Ich kenne diese Doku eigentlich auswendig, aber ich finde die so gut, dass ich mir die noch 20-mal angucken könnte. Ne? Also nicht, dass ihr euch wundert. Man sagt ja, Japan sei eine Insel. Das stimmt nicht ganz. Japan besteht aus über 6.800 Inseln. Sie liegen im Pazifischen Ozean. Die nächsten Nachbarn sind Russland, China, Nordkorea, Südkorea und Taiwan. Meine Reise startet in Tokio, der Hauptstadt Japans. 10 Millionen Menschen leben hier. 42 Millionen sind es im Großraum Tokio. Dennis hat mir empfohlen, fernzusehen. Das japanische Fernsehen sei sehr lustig. Ja, ist es wirklich? Es ist lustig und irgendwie auch ziemlich vertraut. Schau mal diese Muskeln! Katschi-katschi sind sie! Katschi-katschi sind sie! Japaner lieben ja deutsche Sprache. Die junge Frau im Heidi-Kostüm ist halb Schweizerin, halb Japanerin. Ihr Name Christine Haruka Sato. Ja, so viel Ramen zu lieben. Das sind die Kankou-Kerke. Ramen zu lieben, ist auch ein Ziel, dass wir in Japan kommen. Ich bin auch aus Schweiz. Als Haruka Christine ist in Japan ein großer Star. Sie ist eine TV-Personality, jemand, der in den verschiedensten Rollen im Fernsehen auftritt, als Moderatorin von Spielshows, als Talkgast, aber der kräftige Mann und Politkommentatorin. Ist, glaube ich, in Japan so dieser... Ja, da, hey, Tom, hey. Christine ist eine spannende Person. Mit 16 ging sie von Zürich... Muskeln heißt ja auch Mucki Mucki, wie passend, oder? ...in das Heimatland ihres Vaters, allein, ohne Eltern. Wie ich wollte passend, sie gerne oder? Kennenlernen, was nicht selbstverständlich ist bei ihrem Terminkalender. Wir sind aber auch nicht schüchtern, ich habe die Kamera vor der Nase. Ich sagen wollte, dieser kräftige Mann, wir treffen uns in einem um das nicht auszudrücken, ist so ein ruhiges so Gespräch typisch mit dir zu führen, ist fast der japanische Nerd so wahrscheinlich. Die Leute sind völlig aus dem Häuschen. Das könnte auch damit zu tun haben, dass jetzt die Kirschblütenzeit beginnt. Ach, Kirschblütenzeit, ey. Das wäre ein Traum, dann Warum Urlaub ist das dazu machen. Ausbrechen der Kirschblüten in Japan etwas Besonderes? Die Kirschblüte selbst sieht man nur eine Woche lang. Hey, Vater, grüße dich. Und das bedeutet Frühling in Japan. Es ist genau die Zeit, in der das Schuljahr aufhört und wieder anfängt. Und da sitzt man einfach mit einer Decke auf die Wiese, feiert und trinkt bis in die Nacht hinein? Ja, man hat Spaß, isst Pizza zum Beispiel. Ich finde auch diesen Patrick Ruhr auch so mega sympathisch. Ich weiß auch nicht, der Typ, der erzählt das so klasse und macht das so super. Was hast du Lustiges gesagt? Sie blühen noch nicht so sehr. Und was haben Sie gesagt? Sie sehen sehr viele Blüten, vermutlich wegen des Alkohols. Mami, ja. Ich bin überrascht.
Bevor ich hierher kam, dachte ich, die Japaner seien ein ruhiges, ein kontrolliertes Volk, vielleicht sogar ein bisschen zurückhaltend. Ruhiger, um ehrlich zu sein, aber... Und jetzt erlebe ich, wie sie ausgelassen feiern und sogar am herrlichen Tag eins über den Durst trinken. Und Japaner können richtig trinken. Also, so richtig. Ist der Bahnhof? Glaubt man nicht? Ja, genau. Und sie trinken gerne. Ha, gar nicht schüchtern. Wenn es ums Fotografieren geht, scheint man hier ohnehin keine Scheu zu kennen. Wir gehen in einen Ramen-Shop. Ramen. Okay. Gern. Ich habe großen Hunger. Das ist typisch japanisch. Das ist der Automat. Hier muss man bestellen. Ich hoffe, es ist laut genug für euch. Jetzt die Bestellung ein. Okay. Hier kommen die Tickets raus. Okay. 1000, 2000. Man zahlt also und dann wählt man das, was man möchte. Genau. Okay. Das ist. Kann das nicht bei uns auch geben? Jawohl. Das ist nur dran. So einfach und so genial. Es ist alles dabei. Wenn man noch mehr will, kann man hier drücken. Mir reicht das hier. Okay. Einmal drücken. Kenne die Doku auch, aber egal. Aber die ist so gut, oder Dudeldamm? Ich finde die so geil. Schon bezahlt und alles ist so eine schöne Doku. Einmal Dessert für mich, einmal. Hast du auch alle drei Teile gesehen? Ich werde schon wieder komplett aufgeschmissen. Steht alles auf Japanisch. Und jetzt? Wäre schlimm in Japan, wenn nicht, oder? Hi, das sind die offenen. Das sind die freien Plätze. Da können wir da sitzen. Ja, genau. Okay. Mir gefällt's hier. Das Besondere an Ichiran ist, man kann sehr gut allein kommen. Ja. Also mit Automaten kam mir jetzt bekannt vor, okay? Die anderen essen. Wobei das ziemlich oft gezeigt wird mittlerweile in Dokus, muss ich sagen. Und das hier? Das ist Wasser. Sehr praktisch. Sogar. Was ich ja so geil finde bei Japanern, sie denken an das Kleinste mit. Man denkt immer an alles. Na gut, er sagt's gerade. Ja, die denken wirklich an das kleinste Detail. Du hast die Nudeln zwar bestellt, aber noch nicht, wie du die Nudeln haben willst. Das kann ich jetzt ausfüllen. Und dann hier drücken. Speziell ist, man sieht die Leute nicht. Und sie sehen uns nicht. Sehr eigenartig. Schüchterne Japaner können allein hierher kommen. Und schon bringt ein gesichtsloser Kellner die Suppe. Wie sagt man? Itadakimasu. Kellner, die man nicht sieht, Gäste, die sich abschotten. Ein besonderes Restaurant. Geht man sich in Japan überhaupt aus dem Weg? Ich habe nämlich auch schon gehört, dass man in Japan keine Meinung haben dürfe. Stimmt das? Viele haben ihre Meinung, aber sie sagen sie trotzdem nicht. Weil sie vielleicht Angst haben, dass andere eine unterschiedliche Meinung haben könnten. Und sie dann nicht mehr gut auskommen miteinander. Und sie dann nicht mehr gut zusammen auskommen, zum Beispiel. Okay. Dass der ganze Mensch irgendwie abgelehnt wird. Genau, also nicht nur die Meinung, die Stimmung ist sehr wichtig. Wahrnehmen, was um einen herum passiert. Die Stimmung lesen, ja. Ein lehrreiches Essen mit Haruka Christine. Wir gehen noch ein Haus weiter. Und jetzt? Also, zum Schluss gehen wir noch an einen typisch japanischen Ort. Das Blaue dort? Ja, das Blaue. Okay. Karaoke. Das heißt? Karaoke. Oh. Am Abend will mir Dennis das Tokioter Nachtleben zeigen. Bevor er begonnen hat, als Digital Designer bei einem Laufschuhproduzenten zu arbeiten, hat Dennis in Japan studiert und eine Zeit lang auch in Tokio gearbeitet. Er weiß, wie man sich in der Stadt bewegt. Ist das eigentlich safe? Ist es eigentlich sicher hier?
Ich habe mein Portemonnaie hier in der Tasche. Ich trage meins hinten. In Japan geht das, finde ich. Sie sind sehr streng hier. Die Strafen sind drakonisch. Du verlierst dein Gesicht. Ja. Wenn du zum Beispiel klaust und alle wissen das, dann ist deine Familie erledigt. Verrückt. Weil die Japaner ein großes Zusammengehörigkeitsgefühl haben, gibt es Dinge, die man einfach nicht tut. Stehlen zum Beispiel. Die Angst vor dem Gesichtsverlust hat also durchaus ihre Vorteile. Muss ich mal überlegen. Da ist der Stolz, die Ehre, die, dass wie man über einen redet, wichtiger als alles andere. Sogar wichtiger als freie Meinung. Nein, es gibt auch gute Bars. Man kann gut was trinken gehen hier. Das finde ich so geil. In diese Straße will ich unbedingt, wenn ich nach Japan gehe. Weil das ist diese Kneipenstraße bei denen. Da passen manchmal nur, wenn überhaupt, 5 Leute rein. Das ist total geil. Einige hundert, schön ineinander verschachtelt und meist nicht größer als ein Wohnzimmer. Großartig, hier gefällt es mir. Ich finde den Typen auch so klasse, der ist so geil. Stammgäste haben ihre eigene Flasche. Ah, jeder Gast hat seine eigene Flasche? Angeschrieben mit dem Namen des Gastes. Sehr geil. Wenn ich hier geil. Gast wäre, dann hätte ich meine eigene Flasche und würde jede Nacht hierher kommen. Nicht jede Nacht, vielleicht. Einmal pro Woche oder zweimal. Okay, Kampai. Kampai. My name is... Kampai. Ich habe heute gelernt, dass ich es so betonen muss. Patrick. Diese winzigen Stübchen, oh, ich finde sowas so gemütlich. Ich finde das so geil. Ich mag das eher, so kleinere Räume finde ich toll. Ich finde das... Ich habe 2 Jobs. Einfach gemütlich. Ich verkaufe Secondhand-Kleider und arbeite hier. Ah, okay. Du verkaufst Kleider? Witzelig. Die Kleider kaufe ich in den USA, bringe sie hierher und verkaufe sie online. Oh, du reist also viel? Ja, ich besuche meine Verkäufer jedes Jahr. Aha. Nicht schlecht, ne? Das Leben in Tokio muss teuer sein. Ja, sehr teuer. In den USA kostet dieses Japan Shirt 1 bis 2 Dollar. In Japan 5 bis 6.000 Yen. 50 Franken. 50 Dollar. Ich wollte gerade sagen, so 50 Dollar. Hm? Du kaufst sie also für 2 Dollar und verkaufst sie für 5.000 Yen? So läuft's. Das ist ein Geheimnis. Kaufen und weiterverkaufen, das ist halt eben, so macht man Geld. Das merken wir persönlich auch. In meinem Beruf, ich bin halt Metalldrücker. Ne? Gerne würde ich ihn fotografieren. Wir stellen Sachen her. Bei ihm zu Hause. Dann sehe ich auch gleich, wie jemand wie er lebt. Dann verdienen tun eigentlich die, die es weiterverkaufen. Für die wir die Sachen herstellen und die es weiterverkaufen in den Shop. Ja. Wir stellen zum Beispiel einen Lampenschirm her. Für, jetzt nochmal rumgesponnen. Für 15 Euro das Stück in der Handarbeit. Und verkauft wird die gesamte Lampe mit diesem Lampenschirm dann für einige hundert. Sei sehr ungewöhnlich. Ne? So wie dazu. Aber so läuft es halt eben. Normalerweise findet das Sozialleben außerhalb der eigenen vier Wände statt, sagt er. Konnichiwa. Guten Tag, wie geht es? Gut, dich wieder zu sehen. Hugo ist 37. Seit ein paar Monaten wohnt er wieder daheim bei seinen Eltern. Und das ist also der Laden. Großartig. Das ist also, was du online verkaufst. Ja, das sieht ja keiner im Internet, ne? Wie und wo man verkauft. Es ist es halt. Und alles ist aus zweiter Hand. 90%. Hier. Oh Gott. Hier. Das Leben in Tokio ist sehr teuer. Darum hat Hugo, wie viele Japaner, 2 Jobs. Das ist anstrengend. Aber noch viel anstrengender war sein altes Leben als Salaryman, als Büroangestellter. Richtig schön geil mit Blätter. Manchmal konnte ich nachts nicht nach Hause. Ich arbeitete in der Firma und schlief in der Firma. Wirklich? Du schliefst im Büro? Wo? Am Schreibtisch? Am Schreibtisch. Auf dem Schreibtisch, so. Echt? Muss ich mal überlegen. Ja, oft.
Wie lange machtest du das? Vermutlich 8 Jahre. Hey, cheers. 8 Jahre? Ja, etwa 8 Jahre. Bei Japanern ist es unhöflich, als Angestellter, um vor seinem Chef in Feierabend zu gehen. Muss man sich auch mal überlegen. Wenn der Chef früh um 7 kommt und macht da bis um 10, gehst du nicht vorher. Ohne festes Einkommen geht das in Japan nicht. Dafür lebt er mit seinem Webshop einen großen Traum. Wow. How do you find things? Wie findest du hier etwas? Weißt du, was wo liegt? Das weiß man irgendwann. Wo ist das Patagonien-Shirt? Ich erinnere mich. Du hast also ein System, ohne ein System zu haben. Ein System? Nein. Kann ich dir helfen? Ja. Ich kann einpacken. Jetzt das Shirt. Ich muss die Adresse schreiben. Oh, kann ich probieren, die Adresse zu schreiben? Du? Ja, auf Japanisch? Ich kann es versuchen. Ich würde es auch gerne mal probieren. Sind das chinesische oder japanische Zeichen? Oder ist das ein Mix? Das sind Kanji, japanische Zeichen, aber ursprünglich aus China. From China. Aha. Chinese original. Okay. Like this. Cross. Und dann immer Linkshänder. Oh okay. Gott. Perfekt. So gut. Sehr gut. It's so difficult. Es ist schwierig, really. Echt. Nein, du machst das gut. Ja, gut. Wenn du überlegst und die schreiben das, wie wir unser ABC schreiben. Ich glaube, der Name reicht. Hier hat es mir zu viele verschiedene Zeichen. Kannst du die Adresse schreiben? Me? Yes. The rest, please. Ja. Ja, zack, 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 krass, gell. Was wird dein Kunde denken? Sehr gut, besser als meins. Ach, hör auf. Wir verstehen uns gut. Ich frage Hugo, ob ich ein paar Fotos von ihm schießen dürfe. Schau ernst. Hugo daheim, das gibt ein aussagekräftiges Bild. Ein ganzes Leben in einem Bild. Ist eigentlich krass, gell? Ein Leben in einem Bild festgehalten. Ich wünsche dir viel Glück mit deinem Shop und in der Bar. Der Typ ist irgendwie cool. Hugo macht etwas, das in der japanischen Gesellschaft nicht viele Leute wagen. Er geht seinen eigenen Weg. Dennis hat in Tokio ein großes Beziehungsnetz. Er möchte mir einen Freund vorstellen. Der sei sehr fotogen. Erst vor einer Woche habe er an der Mr. Japan-Wahl teilgenommen. Das schicke schwarze Auto. Ja, Toyota Crown. Turn. Turn. Let's go. Yuki. Yuki, ja. Yeah. Yuki. Konnichiwa. 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 Yuki heißt mit vollem Namen Yukinobu Takanashi. Er ist 26 Jahre alt und der Sohn eines Fischhändlers. Er wohnt eine Autostunde vom Zentrum entfernt. Schönes Auto. Richtig glücklich ist er mit seinem Leben nicht. Er würde gerne anders leben, glanzvoller. Auch Yuki hat 2 Jobs. Er arbeitet am Promostand eines Autohändlers und im Geschäft seines Vaters verkauft er ein paar Tage die Woche Fisch. Die Idee ist, dass Yuki das Geschäft dereinst von seinem Vater übernimmt. Oh, ich habe schöne Leute. Ein hübsches Geschäft. Das ist seine Cousine. Ich bin Patrick, ich bin Fotograf. Patrick. Patrick. Ist Yuki? Ist Yuki ein guter Fischverkäufer? Yukinobu-kun wa kono shigoto umaku yatte masu ka? Weil er so gut aussieht, ist er sehr beliebt bei älteren Damen. Und deshalb verkauft sich auch der Fisch besser. Ja, da kriechen die alten Weiber auch nochmal hier. Das Fischgeschäft von Yukis Vater ist ein Paradies für Fischliebhaber. Und das sind in Japan ja praktisch alle Menschen. Er wirkt sehr entspannt und natürlich, das gefällt mir. Mal schauen, wie es aussieht.
Ja, schön. Das kommt gut so. Oh, das ist schön. Das ist schön. Mal schauen, ob es scharf ist. Aber schau mal, er wirkt ganz anders vor der Kamera. Krass. Was kaufen die alten Damen dann? Stockfische? Wir packen noch ein paar Fische ein und machen uns auf den Weg. Der Joa? Unterwegs frage ich ihn, schlecht. Ob er eigentlich nie ein Profimodell hätte werden wollen. Doch, sagt er. Aber sein Weg sei wahrscheinlich ein anderer. Denkst du, dein Vater erwartet von dir, dass du den Fischladen übernimmst? Oder möchtest du ihn von dir aus weiterführen? Ich muss den Laden nicht direkt wegen meines Vaters übernehmen. Aber meine Eltern haben das Geschäft aufgebaut. Ich fände es schade, wenn es nicht weiterginge. Ich möchte es weiterleben lassen und dann meine Kinder weitergeben. Als Familienvermächtnis. Viele Menschen in Japan würden von einem anderen Leben träumen, erzählt mir Dennis. Wollte ich gerade sagen. Aber schließlich entschieden Seite sich doch die meisten für den traditionellen Weg. Auch schade, dass er so seinen eigenen Weg nicht geht. Auf der anderen Seite finde ich es aber schön, dass er trotz alledem dieses Familienunternehmen fortsetzt. Ja. Wie viele junge, unverheiratete Menschen lebt auch er noch im Elternhaus. Zusammen mit dem Vater. Es ist ziemlich üblich in Japan sogar, dass sie bis relativ alt sind. Das sind relativ alt sind und dann noch bei der Familie im Haus wohnen, weil Mieten sehr teuer sind in Japan einfach. Sie freut sich immer auf Sumo. Wäre sie froh, ihr Enkel wäre Sumo-Ringer geworden statt Mr. Japan-Kandidat? Ist sie stolz, dass ihr Enkel hier mitgemacht hat? Sie hat sich sehr darüber gefreut. Auf einer Seite finde ich es aber schön, dass sie damit wohnen. Da sind die älteren Menschen natürlich nicht alleine, wie das halt bei uns ziemlich oft der Fall ist. Ein traditioneller japanischer Eintopf. Dass Generationen unter einem Dach leben. Dazu Sojamilch, Sesam, Dorsch, Muscheln und Kanälen aus seinem Geschäft. Huhn, Pilze und Gemüse. Finish? Na gut, Muscheln wäre jetzt nicht so meins. Das wird das Einzige, wo ich sagen würde, okay, muss ich jetzt nicht haben, aber gut. Und das heißt, ich nehme das Essen an, bedanke mich beim Koch. Und in meiner Sprache heißt das Ngürte. Metropolitanregion um Tokio ist. Ich würde es jetzt nicht verschmähen, davon abgesehen. Ich würde die Muscheln trotzdem mitessen, weil gehört sich halt einfach so, wenn man zu Gast ist. Nur ein Drittel so groß ist wie die Schweiz. Aber ansonsten ist das bestimmt sowas von geil, lecker. Was für uns letztes Silvester übrigens, nicht letztes, was jetzt war, sondern das davor, das Jahr, Silvester habe ich japanischen Hotpot gemacht, also chinesischen Hotpot selber gemacht. Kam mega gut an. Sie hoffen, Idols zu werden, Stars. Oder wie man in Japan sagt, Aidoru. Zehntausende junger Frauen und Männer in Tokio hoffen, auf diese Art berühmt zu werden. Okay. Ich würde gerne hinter die Kulissen des japanischen Pop-Business schauen. Very good. Thank you very much. Und ich bekomme die Möglichkeit, eine Gruppe zu treffen, die schon ein bisschen weiter ist als sie. Kamen Josh, auf Deutsch heißt das die Maskenmädchen. In ihrer Biografie steht, dass sie die Masken als Zeichen des Protests gegen den Schönheits- und Jugendwahn in der Popindustrie tragen würden. Was an dieser Geschichte dran ist? Dieser Mann muss es wissen. Kohei Ikeda ist der Manager von Kamen Josh. Er bringt uns zu einem der etablierteren Mitglieder seiner Band, Erina Kamiya. Oh, konnichiwa. Erina ist 25, gleich alt wie ihr Manager. Der Manager genauso jung. Dein Kostüm gefällt mir. Yes, very nice.
Sehr hübsch. Und sind das die Schuhe, die dazugehören? Ja. Und die quietschen so lustig. Neben Kamenjosh betreut er auch andere Starlets. Das heißt, sie sind sehr beliebte Covergirls. Ah, das bist du. Wie ist das für dich, auf einem Magazincover zu sein? Sie freut sich sehr. Das Gesicht des Magazins zu sein, ist eine große Ehre für sie. Sie freut sich, weil sie so viel machen darf. Ja. Für mich die besten Sumotori sind Taka und Wakano Hana. Die haben seinerzeit der Sumo mit der Ausstrahlung der Tradition hier populär gemacht. Okay, ich kenne mich in Sumo leider gar nicht aus, das tut mir leid. Aber krass, dass du dich da so ein bisschen auskennst, finde ich cool. Okay. Also zum Beispiel der visuelle Eindruck der Masken ist sehr stark. Damit wird Identität aufgebaut, die man wiedererkennt. Das ist ihre Waffe Nummer 1. Waffe Nummer 1 vom Management. Okay. Zu der Zeit war ich voll der Fan von Sumo. Ja, ist doch cool, warum auch nicht? Warum auch nicht? Die Masken sind also vor allem ein guter Marketing-Gag. Kein Protest. Erinas Tag startet in Akihabara, einem etwas heruntergekommenen. Da habe ich zum ersten Mal gedacht, wo ich sie gesehen habe, und das ist schon ziemlich lange her. So, what the fuck, fährt das Auto allein, aber die sind ja Rechtslenker. Japaner fahren ja auf der. Sind ja Rechtslenker. Da habe ich so gedacht, oh, Alter, bist du doof oder so? So, what the fuck, was geht denn da? Das fährt um. Part of the show, was er macht. Also, Entschuldigung, ist das Teil der Show? Ist das echt? Es könnte auch für uns sein. Sie machen ja nur Fotos. Und vielleicht erlebt sie das tatsächlich so intensiv. Ja. Cam und Josh sind nicht nur Sängerinnen, sondern auch Models für Werbungen. Der erste Job heute ist ein Werbeshoot für eine Firma, die Virtual Reality Brillen verkauft. How was it? Wie hat sie das erlebt? Edina war in einer völlig anderen Welt. Zwei von Erinas Kolleginnen, Moa und Misa, kommen dazu. Zusammen posieren die drei Maskenmädchen in ihrem Bühnenlook. Ah, sie werben jetzt mit den berühmten Cam und Josh-Figuren. Ich weiß nicht, ob das ein Leben für mich wäre, ständig so unter der Kamera und es geht weiter. Das ist ja immer noch was anderes, entscheidest du ja mal selber, aber das hier, immer dieser Zeitdruck. Die zweite Station an diesem Morgen ist ein Maid-Café. Ist doch gar keine Zeit mehr für eine dich, oder? Eine Attraktion im Viertel. Dann diese Geier so, diese Paparazzi-Geier und so. Ach, ich heute machen wir Werbefotos für diese Touristenkarte von Akihabara. Die Carmen Josh-Karte. Okay, so these are Carmen Joshi. Das sind Empfehlungen von Kamenjosh. Sie führen das Publikum also durch das Viertel. Genau, mit ihren Empfehlungen. Okay. Kamenjosh sind jetzt Maids, Dienstmädchen. Irgendwie tun sie mir leid. Ja, irgendwie schon, ne? Viel Zeit für Mitleid bleibt allerdings nicht. Der nächste Auftrag, ein Spielzeuggeschäft. Ich frage mich, ob die jungen Frauen sich bewusst sind, worauf sie sich einlassen, wenn sie sich für eine Karriere als Idol entscheiden. Dein Beruf gibt dir die Möglichkeit, deine Träume auf 24/7 in Visier von Camps. Nein, danke. Denke ich auch. Das bringe ich doch definitiv. Es ist oft anstrengend, aber es gefällt mir. Ich habe Spaß an dieser Arbeit. Meine Motivation treibt mich an. Was macht das mit einem? Ständig unter Beobachtung, so wenig Privatsphäre zu haben und. Ohne Pause geht es. Ist halt auch keine schlechte Laune. Das wird ja gleich dann in der Presse breitgetreten. Die das Management für die Auftritte von Cam und Josh mietet. Weiß nicht. Einen Lohn gibt es nur für die ältesten Mitglieder, die über 20. Und auch der ist nicht hoch.
2000 Franken im Monat. Dafür, sagt der Manager, bekäme Carmen Josh eine Ausbildung und sie seien versorgt. Die Maskenmädchen wohnen nämlich im Haus des Managements. Ja, gut, Zeit für ein Privatleben bleibt da nicht. Erina sagt, ein Partner oder gar Kinder kämen für sie im Moment nicht in Frage. Magst du überhaupt Kannst du überhaupt noch nach dem langen Tag? Falls, falls. Sie schaut zwar fröhlich drein, aber irgendwie habe ich trotzdem ein eigenartiges Gefühl. Du hast mir gesagt, die Mädchen also ist irgendwann ausgebrannt, aber sowas von wie ein ausgebranntes Streichholz, definitiv. Das macht dich körperlich und geistig einfach irgendwann so kaputt. Geben die Eltern die Kinder einfach ab und die sind dann Tag und Nacht bei euch, die ganze Woche? Tag und Nacht, die ganze Woche. Zu überlegen. Ja, so ist es. Wir übernehmen die Verantwortung für die Erziehung anstelle der Eltern. Ein Kind nicht mehr wirklich zu sehen. Heute Abend noch eine Modenschau machen. Sie drehen sorry. Morgen dasselbe Programm wieder, 7 Tage die Woche. Wie schaut ihr da für die Gesundheit der jungen Frauen? Nicht alle arbeiten jeden Tag. Die 9-Jährigen nur einmal pro Woche. Erina ist momentan sehr viel beschäftigt und arbeitet täglich. Wir helfen ihr auch, wenn sie zum Beispiel Zeit braucht für eine Massage oder Zeit zum Essen. Erina hatte eine Augenkrankheit und wir haben einen guten Arzt für sie gesucht. Weil das euer Geld ist. Wir kümmern uns gut um unsere Mädchen. Mein Gefühl bleibt, die Mädchen werden in diesem Business behandelt wie eine Ware. Ja. Das Einzige, was mich ein bisschen versöhnt, ist die Stimmung hinter den Kulissen. Ja. Hier geht es zu ihrem Klassenlager. Auf jeden Fall. Und das hat ja irgendwie auch etwas Fröhliches. Sind das Menschen oder Maschinen? Die Stimme aus dem Off stellt die richtige Frage. Doch dem vorwiegend männlichen Publikum ist das in dem Moment wahrscheinlich egal. Es darf sich sagen jetzt muss, einfach gehen lassen. Wenn man gleich sieht, was da auch im Publikum ist, denke ich mir so. Okay. Schwierig. Und das alles für ein bisschen Anerkennung, oder? Das Klopapier werden die Jungs gleich brauchen. Definitiv. Die ersten Tage in Tokio waren sehr intensiv. Ich habe 1000 neue Eindrücke und die letzten Nächte waren sehr kurz. Yeah. Ich bin froh, haben Dennis und ich schon früher beschlossen, nach der ersten Woche in Tokio ein paar Tage aufs Land zu fahren. Im Gewühl des Bahnhofs Shinagawa suchen wir den Weg zum Shinkansen, dem japanischen Hochgeschwindigkeitszug, der auf einem eigenen Schienennetz bis zu 320 Stundenkilometer schnell fährt. Und bis heute eine Verspätung von ein paar Sekunden hat. Die ganze Zeit. Vor dem Einsteigen machen wir es wie die Menschen in Japan. Wir kaufen eine Bento-Box. Eine kleine Schachtel voll lokaler Spezialitäten. Takeaway auf Japanisch. Das ist sehr gesund und für 10 Schweizer Franken auch recht günstig. Du darfst nicht so nah am Zug stehen. Der Shinkansen ist ein Wunderzug. Auf den Zentimeter genau da, wo es auf dem Bahnsteig eingezeichnet ist, ist die Tür zum Einsteigen. Okay. Und auf die Sekunde genau fährt der Zug auch wieder ab. Präzise. Ja, Branzen haben die dann nichts mehr. Sicher nicht mehr genug verdient, um dann davon zu leben. Und dann ist man immer im Kreis. Also man wird von unten links oder oben rechts? Tja, was dann? Ich würde beim Reisen anfangen. Schöne Bento-Box. Ist alles sehr fein. So was habe ich mir eine Zeit lang immer selber gemacht für Arbeit tatsächlich. Und es war super. Es war echt viel Arbeit, aber es war sich gelohnt. Muss im Kreis essen, um die Zunge wieder aufzufrischen. Süß, salzig, sauer.
Ja, aber Tom, du hast recht. Was machst du dann? Ich denke, war die nicht mal vier? Und danach? Vor allem, die sind ja irgendwann in einem Alter, wo sie nicht weitermachen. Die verrückten Stadt kennengelernt und fotografiert habe. Haruka Christine, der japanisch-schweizerische Fernsehstar. Hugo, der zwei Jobs macht, der Typ um sich über Wasser zu halten. Der Typ ist super. Yuki, der Mr. Japan-Kandidat, der Fischverkäufer ist. Und Kamen Josh, die für ein kleines bisschen Ruhm einen hohen Preis bezahlen. Oh ja. Oh ja. Von Tokio sind wir mit dem Zug nach Toyama im Westen gefahren. Jetzt sind wir mit dem Auto unterwegs ins Bergdorf Ainokura. Und dann sicher nicht mal eine Ausbildung, ne? Nee, weil leicht viele fangen ja dann schon, hast du ja gehört, mit 9 Jahren an. Und machen nichts anderes. Kannst du mir aus meiner Jackentasche ein Reisküchlein geben? Ich habe einen Hungerast. Ich habe gerade Hunger auf. Das finde ich aber schon cool, die Snacks. Also, weißt du, was ich... Hey, du bist in die Dinger reingefahren. Was? In die Pfosten auf der linken Seite. Das kann nicht sein. Schau, der Spiegel ist verschoben. Schneller, ja. Was? Du bist reingefahren. Nein. Ich hab's gehört. Hä? Bumm, bumm hat's gemacht. Schön Mazda 3 fährt. Auch das japanische Navi ist gewöhnungsbedürftig. Also, vor allem noch nie als Rechtslenker gefahren. Und dort stell ich mir auch schwierig vor. Ah, Mazda 3. Aha. Stell ich mir schwierig vor. Rechtslenker zum ersten Mal. Bin ich selber noch nie gefahren. Deswegen kann ich es nicht einschätzen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ist lustig, echt, ja? Na, vor allem, wenn du auch noch mit Gangschaltung keine Automatik hast und dann mit einmal mit der linken Hand schaltest, ist bestimmt krass umständlich, oder? Wir übernachten im privaten Haus einer Gastfamilie, einem Minjuku. Ah, konnichiwa. Inbegriffen sind hier Übernachtung, das Abendessen und das Frühstück. Bed and Breakfast auf Japanisch. Oh, Berger, ja. In traditionellen Häusern in Japan schläft man auf einem Futon auf dem Boden, der mit Tatami-Matten ausgelegt ist. In meinem Zimmer versteckt sich hinter drei Schranktüren noch ein aufwendiger buddhistischer Schrein. Linkslenker auf der falschen Seite. Wie es auf dem falschen in den meisten japanischen Häusern gibt. Sie sagt, das Zimmer mit dem Hausaltar, das sei das Schönste. Ich finde das in diesen traditionellen sowas von schön, wirklich. Ich finde das so klasse. Plötzlich streckt ein Mann den Kopf durch die Tür. Es ist Hiroshi Yamazaki, Mayumis Mann. Mir gefällt sein Haus, sage ich ihm. Und er erklärt mir ein paar Eigenheiten. So schön, ja. Alter, ist wirklich mega. Der Rauch stieg hoch. Der Rauch stieg hoch und schwärzte so das Holz. Alle Holzwürmer und anderen Schädlinge sind weg. Holzwürmer kaputt machen, sind dann weg. Clever. Alles aus Holz, ohne Nägel. Kein einziger Nagel. Nicht ein Nagel? Und das hält sogar das Dach? Ja, ja. Achtung, Kopf. Wunderschön. Okay, das ist kein Stroh, sondern vom Kaya-Baum, einer Nusseibe. Es wird in Schichten draufgelegt. Das wird da draufgelegt, in Schichten. Draufgelegt. Das scheint ein gutes Material zu sein. Die Dächer isolieren hervorragend, sie halten den Schnee ab und sind wasserdicht. Es ist kalt. So schön, ey. In den japanischen Häusern gibt es Urlaub. Keine Heizung. War schon Berchtesgaden. Jetzt aber zweimal. Aber müssen wir in der Nacht trotzdem. Nudeldame, das habe ich gemeint. Siehst du? Das habe ich Feuer, gemeint. Aus dem Feuer, in dem Mayumi den Fisch fürs Abendessen brät, nimmt sie ein Stück Kohle und legt es in einen Tonbehälter. Haust du immer in der... Wir schlafen wunderbar. Zimmer in der rechten Hand. Vor die Türverkleidung, wenn du schalten willst. So. Oh, scheiße, da ist ja gar keine Schaltung. Fuck. Glaube ich gerne. Glaube ich gerne. Das ist bestimmt mega witzig, Alter. Am nächsten Morgen schneit es. Eine gute Gelegenheit, um eine der vielen heißen Quellen zu besuchen. Sagen wir, da war schon der erste Garten. Onsen. Und da waren wir auch, wie hier mitten in den Bergen Urlaub machen. Oh, ein Traum, wirklich traumhaft. Am Königssee halt, ey.
nur zu empfehlen. Hier im Vorraum machst du dich bereit, ziehst dich aus. Das kleine Tuch kannst du mitnehmen. Dort musst du dich von Kopf bis Fuß waschen, bevor du ins Bad gehst. Weißt du, wo die meisten Fehler passieren? Bestimmt beim Blinken. Du hast ein Tattoo? Ja, warum? Blinken machst einen Scheibenwischer an. In Japan ist das schwierig, wenn du in ein Bad gehen willst. Schwierig im Sinn von... Es wird assoziiert mit den Yakuza, also mit der japanischen Mafia. Also das haben nur die Bösen. Es ist oft verboten, ja, aber du kannst es versuchen. Ich wage es. Zum Glück sind an diesem Morgen auch nicht viele Leute im Bad. Das Waschen ist wichtig. Dabei wird nicht nur der Körper, sondern auch der Geist gereinigt. Erst wenn man ganz sauber ist, geht man ins heiße Bad. Ein schönes Ritual. Und man kann sich dabei wunderbar entspannen. Das glaube ich gerne. So eine heiße Quelle, ey, das ist doch bestimmt ein Traum. Guck dir das an, draußen schneit, du sitzt in der heißen Quelle, trinkst vielleicht noch ein schönes kaltes Bier dazu. Oh, geil. Und einen heißen Sake. Sake muss heiß getrunken werden. Wer hier trinkt einer den Sake kalt, da ist was los. Für die Fortsetzung unseres Abenteuers. In der nächsten Folge reise ich in die Küstenstadt Onagawa im Nordosten des Landes. Die Stadt wird neu aufgebaut. 2011 hat der Tsunami sie komplett zerstört. Ja. Man sagt von den Japanern, sie seien ein arbeitsames und sehr effizientes Volk. Wie war Wohnau, das ist, hab einige dazu. Kann ich gleich erleben. Hast du das nicht gewusst, wenn du da? Shinkansen geputzt wird. Ja, das ist an sich kein Problem, solltest nur nicht und öffentlich zeigen. Eine starke Frau. Eines von Totoro. Yoko Okamoto. Oh, du glücklicher. Sie zeigt mir, dass Aikido nicht nur Sport, sondern hab auch ich jetzt als Sound Alert, muss man aber mit Bits kaufen, Leute. Da habe ich jetzt Totoro drin. War ein Krampf, das zu finden, wirklich. Und was sagt ihr? Goku, ich finde die mega gut.